Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Beat Buddy Tale of the Guardians. Ich weiß wie immer überhaupt nicht, wo wir sind oder was wir machen müssen, aber ich mache einfach mal so, wie ich denke, dass wir es machen müssen. Und da fällt mir zuerst mal das hier ins Auge. Wobei ich nicht weiß, ob wir hier jetzt wirklich lang müssen, aber das werden wir schon noch sehen. Okay, ja, sieht ganz in Ordnung aus. Alles klar, dann machen wir auch hier jetzt erstmal alles kaputt, was hier irgendwie in Reichweite ist. Also erstmal den da. Ach, guck mal. Dann hoffe ich mal, dass wir... ganz knapp nicht mehr. Naja, komm, dann drehen wir das ein bisschen, dann kommen wir da vielleicht auch noch hin. So müsste eigentlich passen. Meinen Berechnungen zufolge. Gut, meine Berechnungen sind meistens falsch, aber hey. So, jetzt müsste ich eigentlich rein theoretisch beide erwischen, ne? Also muss ich zwischen dem ersten und dem zweiten nichts mehr ändern. Zumindest theoretisch. Haha. Ach, guck mal, ich weiß auch schon, wo das hingehört. Aber wir werden uns natürlich erstmal noch den für Schnecken hier drüben widmen. Na, komm schon. Jetzt auch wieder ganz frisch und völlig ungenervt, zumindest noch. Mal schauen, wie lange das noch so bleibt. So, dann drehen wir das mal hier rüber. Ja, so sieht's ganz gut aus. Genau, und hier sind wir wieder in dem großen Raum. Genau da wollte ich hin. Dann schnappen wir uns nämlich das Ding hier und fliegen flux hier hoch. Dann müssen wir hier links durch können. Oder auch nicht. Ah, ich verstehe. Wir müssen natürlich... Hey. Ah, jetzt geht's. Oh, natürlich. Nein, komm schon. Er kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. So, jetzt muss ich nach hier unten reingehen. Nee, doch nicht. So, ganz schnell durch. Nicht, dass das Tor wieder zugeht und wir nicht mehr durchkommen. So, die Frage ist jetzt, wo müssen wir jetzt durch? Komm, geh doch weg hier. So, schnell das Relikt holen. Nein! Boah. Ganz knapp. Puh. Oh yeah. Ich liebe ja die ganzen Basstöne. Deswegen finde ich die Dinger super toll. Bringt das was, wenn ich hier so... Nö, eigentlich bringt das gar nichts. Außer, dass wir oben nochmal durch können. Aber ganz ehrlich. Rechts oder links? Nehmen wir rechts zuerst. Ah, fast hat es uns nicht erwischt. Komm schon. Jawohl. Leben wäre mal wieder gut. Zur Abwechslung. Wir erwischen ja sonst nie Leben hier. Ist ja keins verteilt. So, unten. Ich weiß zwar nicht, ob das richtig ist, aber hey.
Okay. Dann schauen wir jetzt zuerst mal nach links. Wo wir denn hier hinkommen? Ja. So, jetzt aber. Läuft, sagen wir mal, zumindest besser als manches davor. Alles klar, ich sehe schon, wie ihr das wollt, Leute. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell hier durch. So, die große Frage ist jetzt natürlich, wie bringen wir das Ding da runter? Nein, nein! Boah. So, jetzt kommen wir da durch. Ich will aber zuerst noch schauen, was passiert, wenn wir hier nach oben... Okay, vergesst es. Saug mich ein, komm schon. Manchmal kann mir das Einsaugen gar nicht schnell genug gehen. Meistens schon. So, jetzt sind wir unten, haben wieder Leben. Ist auch gut. So, wo fährst du hin? Ah, zum nächsten Checkpoint. Da wollte ich eigentlich noch nicht hin. Zuerst rechts hinschauen. Okay, da geht es nicht weiter. Dann doch links. Ich hasse diese Schnecken. Aber da scheint wieder irgendwo ein Musikswitch zu sein. Schauen wir einfach mal. So, hier greifen wir noch schnell alles ab. Dann schauen wir hier mal durch. Boah, nee, Entschuldigung, aber da konnte ich jetzt einfach kein Risiko eingehen. Nein! Ah. Ah, mir ist gerade aufgefallen, dass man ja sieht, wann die angreifen. Ich war davor nur einfach zu blöd, um das zu entdecken. So. Jetzt sind wir hier gleich einmal rum. Die Frage ist, was bringt uns das denn überhaupt? Oder bringt uns das überhaupt irgendwas? Ich traue mich ja nicht mal die Frage nach dem Was zu stellen, sondern bringt uns das überhaupt was? So, hier kann man auch durchschauen. Nein! Boah. Boah, hier müssen ja überall so Dinge rein. Ach cool, jetzt sind wir wieder hier. Dann schauen wir jetzt mal hier nach unten, würde ich sagen. Ah ja, ist klar. Hier muss die Sounddings sagen, also hin. Na ja, gut, dann wissen wir wenigstens schon mal, wo es hingehört. Wir wissen halt noch nicht, wo es herkommt. So, wir bräuchten eigentlich diesen Sound. Ah ne, da kommen wir her, da kommen wir her, da kommen wir her. Wir bräuchten eigentlich diesen Sound. Nein. Diesen Sound Switch. Außerdem müssten wir da mal irgendwie reinkommen. Hier oben, da gibt es immer so Lags, ne? Sonst überhaupt kein Problem, aber da oben, da gibt es Lags. Hm. Glück gehabt. So, die Frage ist jetzt, wie können wir das Ding von da oben kaputt machen? Irgendwie, wenn wir da runter... Das ist jetzt gerade die andere Seite mal wieder. Puh.
Alles klar, da müssen wir irgendwie da hinkommen, da müssen wir irgendwie da runter. Alter, wie kommen wir denn jetzt da hin? Ich werde verrückt. Das hier hilft uns überhaupt nicht weiter. Das hier ja eigentlich auch nicht so wirklich. Da müssen wir von da links rein. Naja, ich glaube, ich schaue mich hier jetzt dann noch kurz um. Und dann sehen wir uns gleich wieder in einer Sekunde. Bis gleich. So, ja, da sind wir wieder zurück. Für euch hat es jetzt ein paar Sekunden gedauert. Für mich war es gerade mal eine Minute. Ich war einfach viel zu blöd und habe das hier übersehen. Hier können wir das Ding natürlich rausnehmen und mit rübernehmen. Da rechts ist das Tor jetzt zugegangen, haben wir gesehen. So. Jetzt schauen wir einfach mal, wo wir mit dem Ding überall hin können. Und was für neue Möglichkeiten sich uns eröffnen. Hier oben gibt es natürlich wieder die Lags, wie immer. Ich weiß auch nicht, was da oben anders ist als sonst irgendwo, aber naja, egal. So, da rechts konnten wir das in so viele Dinge einsetzen. Erstmal in das hier. Was bringt das? Ah, okay, es bringt gar nichts. Das hier. Dann dementsprechend wahrscheinlich das rechte, genau. Heißt also, wir brauchen wieder vor auch wieder zwei von denen. Hier öffnet sich das Tor nach unten. Und siehe da, wir sind endlich zumindest an einem Teilziel. Ach, guck mal, da ist ja auch schon das zweite. Okay, jetzt kommen wir da nicht mehr raus. Müssen wir aber rein theoretisch auch gar nicht. Ach, guck mal, es liegt jetzt da sogar drauf. Finde ich cool. So, dann nehmen wir uns das mal und schleichen hier weiter hoch. So, was ist jetzt offen? Okay, eins von denen. Ich weiß immer noch nicht, was uns das jetzt gebracht hat, aber wir schauen einfach mal weiter. So. Wir müssen ja da irgendwie reinkommen, ne? So, jetzt sind wir im Endeffekt wieder da, wo wir davor auch sind. Ja gut, wahrscheinlich müssen wir dann hier so runterschwimmen und dann hier so zack und... Hier so, nein, eben nicht so, sondern eben mit der Soundstation dann hier so vorbei. Und dann hier so rüber. Nee, doch nicht.